Hi Leute, heute kommt ein DM-Haul von mir und erstmal frohe Ostern und nicht wundern, heute kommen zwei Videos online und zwar einmal dieses hier und einmal mein Aufgebraucht-Video, weil es nicht nur Sonntag ist, sondern noch der 5. und wie ich ja schon angekündigt habe im letzten Aufgebraucht-Video, kommt immer am 5. des Monats das Aufgebraucht des vorherigen Monats. Und ich kann euch schon mal so viel verraten, ich habe sehr viel aufgebraucht. Im Gegensatz zum vorherigen Monat, wo ja dieser Eimer recht leer war, ist dieser recht voll diesmal. Lasst euch überraschen, ich werde einiges zu den Produkten sagen. Fange ich an mit den Sachen von DM. Und zwar habe ich mir Lebensmittel gekauft. Einmal Tortellini mit Gemüse, 250 Gramm. Haben unter 2 Euro gekostet. Und einmal Tortelloni mit Tomate, Paprika. Auch gleicher Preis, gleiche Menge. Sind schöne Portionen, weil ich bin ja alleine. Und ich kann... Also, ich koche gerne, aber für eine einzelne Person ist das immer ein bisschen blöd zu kochen. Und deswegen halt gerne so Tortellini-Sachen und so, weil da passt eine... Also, es ist... Eine so Packung reicht mir für ein bis zwei Essen, je nachdem, was ich für eine Soße dazu mache. Und ja. Dann noch etwas zum Knabbern, und zwar Kesselchips, weil ich bin momentan dabei, Breaking Bad zu gucken und eine Serie schauen, ohne was dabei zu essen. Ja, ich weiß nicht, es geht bei mir sehr schlecht und entweder knabber ich da mein belegtes Knäckebrot oder mal Chips. Und ich dachte mir, wenn ich bei DM bin, könnte ich mir mal eine Tüte von den Alnatura Chips gönnen. Ich glaube, die haben so um die 1,80, 1,90 gekostet, was recht teuer ist. Sind nur 120 Gramm drin. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ein Ticken gesünder sind, als wenn ich diese fetten Paprika-Shio-Chips kaufe. Und ja. Wahrscheinlich sind sie genauso ungesund und es kommt mir nur so vor, dass sie gesünder sind. Ja, dann erstmal ein Produkt, wo ich nicht weiß, warum ich es gekauft habe. Ich fand es cool. Es ist aber eigentlich total sinnlos. Es hat 2,25 gekostet, glaube ich. Es ist eine limitierte Edition. Es ist ein Body Spray. Und zwar ist es das Golden Shine. Ich weiß nicht, warum ich ein goldenes Glitzerspray für die Haut gekauft habe. Es war cool irgendwie in dem Moment. Und ich dachte mir so, ich nehme es mir mit. Also vom Geruch her, ich kann ja mal dran riechen. Ja, es riecht nach fast nichts, finde ich. Es ist goldglitzernd. Also es ist nicht die Flasche, es ist die Flüssigkeit, wie ihr oben seht. Ja, ich werde dann den Sommer über glitzern. Ich werde es aufbrauchen. Ich werde es nicht in meine Faschingskiste verbannen. Ich werde es aufbrauchen. Ich werde im Sommer, wenn ich ins Schwimmbad gehe, glitzern, bis ich ins Wasser gehe. Vielleicht sogar danach noch. Ich weiß nicht, wie hartnäckig der Glitzer ist. Und ich werde im Sommer glitzern. Ja. Dann für unter einem Euro 140 Wattepads. Ganz unspektakulär. Für, ich glaube, 20, 30, 40 Cent oder so. 160 Wattestäbchen. Also die kosten ja wirklich nichts im Verhältnis. Ja. Braucht man immer mal wieder. Was eine Frau auch immer wieder braucht, sind Haargummis. Sie gehen immer verloren. Ich weiß nicht wieso, aber Frauen verlieren immer ihre Haargummis. Das höre ich von so vielen YouTubern, dass sie sich Haargummis nachgekauft haben, weil sie weg sind. Und ich weiß nicht warum, irgendwie meine verschwinden auch immer. Nicht mal in irgendwelchen Handtaschen oder so, weil da suche ich dann immer und dann sind sie nicht da. Ich weiß nicht, irgendwas hier in dieser Wohnung frisst meine Haargummis. Es sind jetzt 4 Stück für 2,25 von Ebelin. Das sind diese Telefonkabel-Haargummis.
Und sie sind halt, dadurch, dass sie von Evelyn sind, günstiger als die anderen, die es vorher immer gab. Und ich probiere sie aus, ob sie genauso gut sind. Und ich denke schon, ich mag sie auf jeden Fall sehr, denn sie machen keine richtigen Knicke. Dann auch von Evelyn ein Präzisions-Make-up-Ei. Das ist das in dieser kleinen Packung. Ich hole es mal raus. Das ist quasi die DM-Alternative zu dem Beauty Blender. Den Original Beauty Blender habe ich ja nicht. Mit dem Pendant von Rossmann komme ich gar nicht klar. Ich komme eigentlich nur mit dem von Evelyn klar. Bis jetzt. Und deswegen musste da ein zweites Mal her, weil mein eines irgendwann kaputt gegangen ist oder versifft war, weil ich es zu lange nicht gesäubert habe. Und deswegen, damit ich nicht mehr das von Rossmann und das Evelyn benutze, ein zweites von Evelyn, weil mit denen komme ich halt, wie gesagt, besser klar. Entschuldigung. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen, weil ich bin irgendwie noch nicht so ganz gesund. Dann ein Lippenpflegeprodukt von Labello, die Lip Butter in Kokos, da hat es mir die Sorte angetan. Ich habe genug Lippenpflege, aber die musste irgendwie mit und ich weiß nicht, ob ich mir nicht letztens sogar schon mal eine gekauft habe und sie dann wieder mal in irgendeiner Handtasche oder sonst wo in meiner Wohnung verloren habe. Und wenn nicht, habe ich halt jetzt wenigstens die eine. Dann ein Körperprodukt und zwar Iced Strawberry Dream. Das ist das Peeling von Trackle Moon in dem Erdbeergeruchsdings und das riecht einfach nach Erdbeermilchshake. Immer wenn ich das rieche, denke ich mir so, das nächste Mal, wenn ich bei meiner Mutter bin, gehe ich zu der Eisdiele um die Ecke und bestelle mir einen Erdbeermilchshake. Und ich mache es aber nie, obwohl die Eisdiele so toll ist, aber das erinnert mich immer daran, vom Geruch her, und es musste wegen dem Geruch mit, obwohl ich noch 2 Tuben Peeling von Nivea da habe. Es musste mit. Gut, dann ein Haarprodukt von Nivea, und zwar die Long Repair Kur. Das ist so eine 1-Minuten-Einwirkkur. Ich weiß nicht, wie lange ich sie dann wirklich einwirken lasse. Ich mache sie mir drauf, nimm dann meine Indus Body Milk, schmiere mich in aller Ruhe ein, wasche dann eins nach dem anderen ab. Erst den Körper mit dieser Body Milk und dann die Haare mit der Kur. Das heißt, ich lasse die längstmöglich quasi einwirken. Und ich finde die besser als die von... Was hatte ich sie von Swiss Opal? Hatte ich ja die letzte in der Tube und ich finde die besser und deswegen musste sie nachgekauft werden. Dann auch für die Haare eine Haarfarbe und zwar von dieser Schwarzkopf Nectra Color Reihe. Die 499 intensives Violettrot. Hier oben seht ihr die Farbe nochmal. Es ist so ein dunkles Violett. Und ich glaube, es ist eine permanente Haarfarbe. Ich werde es sehen. Ich werde es ausprobieren. Sie hat um die 5 Euro gekostet. Und ich werde es diesmal das erste Mal wagen, meine Haare richtig zu färben. Alleine nicht mit diesen Effektfarben von Directional oder so. Habe ich ja auch schon. Jetzt diesmal mit echter Färbung. Halt nicht so eine Tönung, sondern eine Färbung. Oder zumindest meine ich, weil da was von permanent hier auf der Seite steht, dass es eine echte Farbe ist. Keine Tönung. Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt. Ich werde euch das Ergebnis zeigen oder ihr werdet es in einem der nächsten Videos sehen. Ja. Gut. Dann habe ich mir ein Produkt nachgekauft, weil ich es super finde. Und zwar das All Matte Plus von Catrice. Kostet so um die 6,50 Euro oder so. Ist halt ein Shine Control Make-up, was mattiert. Und da sind 30 ml drin. Ist eigentlich, glaube ich, so eine Standardgröße, weil ich habe noch 2 andere Make-ups mit auch jeweils 30 ml gekauft. Ja.
soll 18 Stunden halten. Ob es wirklich 18 Stunden hält, keine Ahnung. Ich mache es meistens morgens um 7 drauf und abends um 20 Uhr ab. Also ganze 18 Stunden ist es gar nicht auf meiner Haut. Ja, ich weiß nicht. Ich werde es wieder benutzen. Ich war zufrieden und ja. Dann aber zum Ausprobieren, weil es ein ganzes Stück günstiger ist. Es hat keine 5 Euro gekostet. Das Ultra Matt 24 Hours Make-up von P2. Achso, das von Catrice ist die Nummer 010 Light Beige, die hellste Farbe. Und das von P2 ist auch die hellste Farbe, das ist die 010 Matt Shell. Ich finde es trotzdem, wirkt es in der Flasche dunkler als das von Catrice. Ja, perfekte Deckkraft, wisch- und wasserfest, ölfrei ist ja auch das von Catrice. Und ich werde sie vergleichen, ich werde beide halt, also wie das Catrice ist, weiß ich ja, ich werde das hier testen. Und ich werde auch noch das von Manhattan testen. Das ist als Endless Perfection Make-up, das ist nicht mattierend, zumindest verspricht es das nicht. Skin Perfection Comfort Wear und Hydra Serum, also ich glaube es spendet sogar noch Feuchtigkeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Mit hoher Deckkraft, makelloses, porenfreies Finish, genau, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit etc. Das ist die Farbe 56 Light Porzellan und es ist, der Tester zumindest war sehr, sehr hell und ich glaube sogar, der Tester war heller als der Tester von dem Catrice und es hat aber auch so um den Dreh gekostet, so um die 6,50 Euro. Und ich probiere es halt mal aus. Dann noch 6 Sachen in Stiftform. Und zwar einmal einen Lip Liner von Essence. Die kosten ja unter 1 Euro, glaube ich. Und das ist der hier. Dieser weiße Stift. Aber an sich ist der Lip Liner, wenn ich ihn aufkriege. An sich hat er hier so eine cremefarbene Spitze, aber wenn ich den jetzt mal hier auf der Haut swatche, wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist ein Lip Liner ohne Farbe. Ist super, weil kann man bei jedem Lippenstift halt benutzen. Finde ich gut und deswegen musste er mit. Dann von Essence der Long Lasting Eye Pencil in der Farbe 01 Black Fever. Das ist ja der hier zum Aufdrehen. Und der ist auch recht dünn im Auftrag, wenn man nicht gerade mit der Seite malt. Und ja, finde ich ein schönes, tiefes Schwarz. Hält relativ gut, aber nicht so gut wie mein Kajal von Yves Rocher. Und deswegen, ja, von Yves Rocher ist aber gerade kurz vorm Leergehen. Und meine Oma bestellt momentan nicht. Und alleine bestellen, da müsste ich 30 Euro zusammenkriegen. Und das, nein, nicht für einen 5 bis 10 Euro teuren Kajal nochmal 30 Euro. Ja, tut mir leid. Also ich brauche dann nicht einen 5 bis 10 Euro teuren Kajal. Je nachdem, ob die da Prozente drauf kriegen oder nicht. Brauche ich nie extra kaufen und dann nochmal mehr kaufen, nur weil ich keinen Versand haben möchte. Und der kostet unter 2 Euro von Essence und deswegen eine gute Übergangslösung. Dann habe ich 4 Stifte von Manhattan gekauft. 2 von den Extreme Last Eyeliner, die haben so um die 2,50 Euro gekostet. Der eine in Schwarz. Das ist der etwas dünnere und intensivere schwarze Strich. Ich weiß nicht, ob der generell intensiver ist als der von Essence. Ich werde es testen oder ob ich da einfach bei dem von Essence nicht fest genug aufgedrückt habe. Wie gesagt, ich werde es testen. Vielleicht gefällt mir der von Manhattan ja doch sogar besser als der von Yves Rocher und dann habe ich einen günstigeren. Ich weiß es nicht. Dann einen, ich weiß nicht warum, aber mich hat diese Farbe angesprochen. Es ist ein blauer Extreme Last
Eyeliner. Und zwar ist es so ein dunkles Blau. Nein, also eigentlich nicht so ganz dunkel, also es ist so ein Petrolblau. Und das ist der hier, der obere. Und ja, fand ich toll und musste irgendwie mit. Dann habe ich zwei von den X-Act Eyelinern. Und zwar habe ich hier Purplicious, die Farbe. Die haben wenigstens Farben, die anderen haben keine. Zumindest habe ich keine gesehen. Die haben, glaube ich, nur Nummern. Ja, die haben nur Nummern. Und da steht halt Purplicious, ist halt so eine, also da ist noch eine durchsichtige Kappe vorne drauf. Und ist halt hier diese lilane Farbe. Finde ich eigentlich gut. Ich mag ja lilanen Kajal sehr gerne. Und ja, der hat es mir auch irgendwie angetan. Dann einen weißen für die Wasserlinie, dachte ich mir so, besorge ich mir mal einen. Das ist auch von dieser X-Act Eyeliner, Back to White heißt der. Und die sollen halt beide waterproof sein, also der lilane und der. Und der weiße ist halt auch wirklich extremstens weiß, der gibt gut die Farbe ab. Ich habe einen weißen von Essence da. Also bis der die Farbe abgibt, ist mein Auge knallrot vom Reiben. Und deswegen dachte ich mir, der ist gut. Wie gesagt, die haben alle so, glaube ich, um die, ja, um die 2,50 gekostet. Und ich habe noch zwei Haushaltsprodukte gekauft. Und zwar einmal Streichhölzer, insgesamt 300 Stück. Das sind diese Sicherheitszündhölzer. Und noch einmal Quick and Fresh, Gefrierbeutel, 1 Liter. Da weiß ich bei beidem, die haben glaube ich 65 Cent gekostet und die so um die 1,50 glaube ich. Bin mir nicht sicher. Kann auch teurer oder günstiger gewesen sein. Aber gut, ja, da habe ich mir die noch gekauft. Und ja, dann würde ich sagen, das war's schon von meinem Haul. Und dafür, dass ich nur ein neues Make-up kaufen wollte, war es viel. Und ja, dann sag ich tschüss, bis zum nächsten Video.